Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Part Ultimate Team. Heute in dieser Folge werde ich euch nur meine Mannschaft vorstellen, die ich in der nächsten Folge benutzen werde für Sieg oder Flieg. Und zwar habe ich mir die USA zusammengestellt, also der zweite Gegner hinter Deutschland in der Weltmeisterschaft 2014. Als erstes kommt ja Portugal, mit denen habe ich ja dann im letzten Part quasi verloren, ich bin rausgeschieden und jetzt baue ich die USA und danach kommt Ghana. Und Ghana, habt ihr schon gesagt, wird extrem abgehen. Ich bin selber gespannt, Boateng wird am Start sein, der Kevin Prinz. Aber jetzt geht es erstmal um die USA. Ich habe die Mannschaft schon gekauft. Diesmal will ich euch nicht damit langweilen, wie ich hier ewig lang die Spieler jetzt gekauft habe eben. Und dann habe ich es mir zusammengestellt bei foodherd.com, werde... Ja, zu denen ich was sagen kann, werde ich euch was sagen. Ich habe mit der Mannschaft noch nicht gespielt, aber ich kann euch schon mal sagen, die Mannschaft wird heißen Obamas 11. Das ist natürlich ganz klar, dass die so heißen wird. Und ich habe schon mal die Ersatzbank hier belegt mit meiner Bundesliga-Mannschaft. Das sollte uns jetzt aber nicht allzu sehr interessieren. Natürlich kann man sehr viel verschiedene Mannschaften zusammenstellen mit der USA. Es gibt reine Bronzemannschaften, reine Silbermannschaften, aber ich glaube nicht reine Goldmannschaften. Ich glaube, da wird es ein bisschen schwieriger. Ich hatte ein Budget. Also meine Budgets sind natürlich immer nicht groß und man kann natürlich dann variieren. Das kann jeder selber entscheiden, ne? Nicht, dass jetzt hier wieder große Sachen kommen. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen extrem wichtigen Spieler vergessen. Aber wir fangen jetzt einfach mal im Tor an. Da habe ich mich für den guten alten... warte mal, das machen wir ja mal hier so. Zack. Nationalität. Da gehen wir mal bis zum U hin noch. Wo ist es? M-N-O-P-Q-R-S-T-U. Oh, hätte ich auch noch... egal. So, hier müssen sie irgendwo sein. USA. Wunderbar. Ich denke da mal an Homer Simpson, wie er so... USA! USA! Ja, Howard habe ich genommen. Von dem gibt es, glaube ich, auch eine Informkarte. Aber da mein Team vom Budget her relativ niedrig sein soll, habe ich mich jetzt für Howard entschieden. Und der hat mich gekostet 50 Münzen. Das geht also noch. Machen wir jetzt mal in der Innenverteidigung weiter. Da könnte man natürlich auch wieder gut investieren. Und da gäbe es auch ein paar... habe ich noch hier? Habe ich gar nicht mehr hier offen. Paar gute Alternativen, aber ich habe mich jetzt für folgende beide Spieler entschieden. Und zwar einmal De La Garza und Ream, weil die beide relativ günstig waren und die Kosten für den Sturm und die Offensive noch drastisch steigen werden. Beziehungsweise für meine Außenverteidiger, weil da habe ich mir gedacht, komm, nehmen wir mal, man könnte für den rechten Verteidiger zum Beispiel den guten alten, also habe ich die Preise schon gezeigt, der hat jetzt nur 300 gekostet. Und der, oh, die sind eigentlich viel zu klein, muss ich mal ehrlich so sagen. Aber egal, da habe ich jetzt am falschen Ende vielleicht gespart, aber es bleibt jetzt dabei. Vielleicht werte ich die noch auf in den nächsten Part, wenn ich gewinnen sollte. In der rechten Verteidigung könnte ich den guten alten Win nehmen, den ich mir mit Ingolstadt damals gekauft habe. Das ist ja einer der schnellsten Verteidiger in FIFA gewesen. Ich glaube, der war mal Innenverteidiger. Hier ist auf jeden Fall als rechter Verteidiger, wenn ich mich nicht recht täusche. Und ja, ich habe mir dann gesagt, komm, der ist mir zu teuer, der hätte, glaube ich, ein paar tausend gekostet. Wobei Chandler eigentlich auch nicht billig war, aber da haben wir wenigstens zwei Bundesliga-Verteidiger außen. Und da habe ich mir den Chandler für 1400 geholt von Nürnberg. Ist ja auch eine ansehnliche Bewertung, die er da hat. 81er Tempo und die Verteidigungswerte, das sind für mich, denke ich mal, die wichtigsten Werte. Und als linken Verteidiger habe ich genommen... Wen kennen wir noch aus der Bundesliga? Ich kenne ihn jetzt nicht so, aber es ist Johnson. Wie heißt er? Komplett. Wo steht denn eigentlich der Vorname? Fabian, achso. Fabian Johnson hat auch auf dem schwachen Fuß sogar 4 Sterne, Spezialbewegung 3 Sterne, was ja auch gar nicht schlecht ist. Und der hat mich satte 2400 Münzen gekostet. Also der war gar nicht mal billig, aber ich hoffe, er ist sein Geld wert. Von den Kopfballwerten habe ich eine richtig schlechte Verteidigung, wenn ich das jetzt mal gerade so sehe. Der ist halbwegs groß noch, aber trotzdem. Naja, okay. Gut, wen machen wir ins ZDM? Das ist eigentlich, ich glaube, da gibt es gar nicht wirklich drum rumzureden. Da brauchen wir gar nicht lange reden. Es ist natürlich der Jermaine Jones, einstiger Frankfurter und jetzt Schalker. Wird aber von Schalke wohl weggehen. Habe ich gekauft für 500 Münzen mal und hat jetzt auch schon 4 Spiele bei mir gemacht. Ja, den habe ich ja noch in meiner Bundesliga-Mannschaft, tausche ich den mit Martinez.
Der hat ja mittlerweile schon 7 Einsätze und 1 Torvorlage. Immerhin. Gut, das ist auf jeden Fall die Rückmannschaft von der USA, meiner Teammannschaft. Jetzt wird es interessant, finde ich. Jetzt kommen wir hier in die angreifende Position. Linkes Mittelfeld. Der Typ ist mir überhaupt kein Begriff, aber er wurde gut bewertet, hat nicht allzu viel gekostet und nennt sich Nigel. Der gute alte Nigel hat die Vorteile, dass er relativ schnell ist. Ich weiß jetzt nicht seinen Antrittswert. Hat leider nur 3 Sterne Spezialbewegung, aber auf dem schwachen Fuß 4 Sterne. Das heißt, auch Flanken können hier gut möglich sein. Aber mit dem kann man auch reinziehen und auch selber mal abschießen. Schusswert ist jetzt nicht der optimalste mit einer 63, aber ich werde ihn mal testen, wie er dann so ist. Was hat er gekostet? 750 Münzen. Hat noch gar kein Spiel bestritten. Och, der Arme. Doch, wird er jetzt bei mir machen. Gut, auf der rechten Mittelfeldseite machen wir mal da weiter. Ist der mir ein Begriff? Nee, war mir auch kein Begriff. Auch relativ gut bewertet gewesen. So ähnlich wie er. Ich brauche immer außen gute Flügelspieler. Ich habe mich auch hier für ein 4-1-2-1-System entschieden. Einfach, ja, ich könnte es vielleicht noch umstellen sogar. Aha. Was ist da los? Habe ich den nicht bekommen? Hab ich ihn gar als Flügel gekauft? Hä? Say what? Ach, scheiße, ich hab mir den als falschen... Ja, gut, das habe ich mir dann gerade gedacht, dass das nicht ganz passen würde. Ah, egal. Die Chemie ist dann halt 9 anstatt 10 von dem Spieler. Ich könnte mir jetzt noch umtauschen, ja, aber dafür habe ich noch nichts jetzt so am Start. Halt, Stellungsspiel, doch, da war was. Mal gucken, was haben wir da? ZOM zum Mittelstürmer. Ja, gut, das brauche ich nicht. Egal, Gert haben wir hier. Hat mich auch gekostet 750, Tempo 93, so wie Aubameyang von Dortmund zum Beispiel. Hat leider nicht den besten Schuss, Spezialbewegung dafür 4 Sterne. Rechtsfuß, ja, schwacher Fuß 3 Sterne. Schauen wir mal, wie der so abgeht einfach. Gert. Ja, ZOM. Jetzt, ich bin gerade am Überlegen, ich könnte eigentlich meine Mannschaft umstellen. Ich hab nämlich gerade eben was verändert. Aber ich mache jetzt erstmal weiter, so wie ich es mir gedacht habe. Als ZOM habe ich mir Dempsey geholt. Der hat einen guten Schuss. Ist aber, gab es nicht noch einen Dempsey? Es gibt noch einen Dempsey bei Arsenal, aber der ist kein Amerikaner, sondern Engländer, glaube ich. Ne? Aber mit P, glaube ich auch. Ist auch egal. Hat gekostet 750 Münzen. Ne? Das ist also relativ günstig alles. 4 Sterne schwacher Fuß. Ist relativ schnell für ein ZOM und hat einen guten Schusswert allgemein. Dribbling gut, Kopfball gut. Da bin ich mal gespannt. Ach, der hatte auch ein P hier drin. Naja, egal, das ist der gleiche. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt kommt die interessante Sache und jetzt wird es richtig teuer. Ja, das muss ich euch sagen, da habe ich jetzt einmal investiert. Wenn ich ihn wieder verkaufe, dann kriege ich ja ungefähr das gleiche Geld wieder. Deswegen finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm. Da habe ich wirklich investiert in den Sturm. Bei den Stürmern habe ich mir 3 Stürmer ausgesucht. Und deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob ich die Aufstellung vielleicht doch noch ändere. Gucke ich gleich mal. Nee, ich lasse das jetzt wahrscheinlich so. Aber egal, der bestbewerteteste Spieler, glaube ich, bei den Amerikanern als Stürmer ist Johnson. Eddie Johnson. Und den habe ich mir geholt. Der kostet leider sehr viele Münzen. Und zwar hat er mich 11.000 gekostet. Hat alles 4 Sterne. Mittel, die Arbeitsrate, weiß ich nicht, wie das ist. Gute Geschwindigkeit. Schuss ist nicht der beste. Kopfball ganz gut. Wir werden sehen. Er muss was bringen auf jeden Fall und ich werde es einfach mal testen. Und als anderen Stürmer hätten wir Altidore. Ja gut, der wird, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. So ausgesprochen. Es gibt noch einen weiteren Spieler, den ich jetzt hier nicht drin habe, wo ich gerade überlegt habe, wie mache ich den hier rein, weil den hätte ich theoretisch an diese Position gebracht. Hä? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Habe ich ihn tatsächlich nicht ersteigert bekommen? Dann wäre es jetzt gar nicht so schlimm. Natürlich Landon Donovan. Der gehört eigentlich in so eine USA-Mannschaft rein, finde ich. Und als alter Münchner... Hä, klar. Ich habe den noch nicht... den noch nicht da reingemacht. Ja, meine Überlegung war, den als ZOM hinzumachen, wisst ihr? Dass der von hinten quasi draufschießen kann. Aber ich glaube,
Achso, nur, dass ihr mal seht, was ich mir wieder für Trikots gekauft habe. Hier, das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir auch sehr gut. Das kenne ich ganz gut. Das habe ich nicht ersteigert. Schade. Nee, das war nicht schlimm. Das habe ich eigentlich ersteigert. So. Das habe ich noch günstig mit einem Sofortkaufpreis irgendwo gekriegt. Egal. Donovan. Könnte man auch sagen, komm, den macht man einfach jetzt hier als Stürmer hin. Ich müsste jetzt mal testen. Irgendeinen hier unten brauchte ich hier nicht. Da, der kann zum Beispiel weg. Und dann machen wir mal den Donovan dahin. Wo ist der denn hier? Da haben wir ihn. So, jetzt werde ich mal vergleichen. Donovan gegen diesen Aldi da, so denkst. Ich glaube, das wäre hier die bessere Variante. Ja, sieht er doch. Kopfball ist Donovan halt nicht so gut. Jetzt mal gerade gucken. Der ist Rechtsfuß. 4 Sterne schwacher Fuß. 3 Sterne Spezialbewegung. Der ist auch Rechtsfuß. Kann man beides machen, wie man will. Ich werde Donovan mal hier reinmachen und den anderen haben wir als Ersatz. Donovan hat mich 1300 gekostet. Ansonsten hätte ich den als ZOM hier hingemacht, aber dann gibt es ja auch noch diesen Dempsey. Und das ist mein Team USA ohne Trainer, glaube ich, weil einen amerikanischen Trainer weiß ich nicht, ob es das überhaupt gibt. Klinsmann? Zählt der dann? Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich dann auch teuer sein. Aber egal, so ist meine Mannschaft. Und weil ich gefragt wurde, woher mein Symbol kommt, weil das, ihr seht ja mein Wappen, Vereinswappen, das hat so ein bisschen Champions League-Style, finde ich. Und das hat einige Leute interessiert, das wollte ich euch jetzt nochmal kurz zeigen, welches das ist, falls ihr das auch kaufen wollt. Und zwar ist es das von Alter Wohun geschrieben, ausgesprochen. Ja, deswegen habe ich mir das geholt, weil das ganz schick aussieht. Das sieht auch ganz schick aus. Dann wolltet ihr noch wissen, welches Trikot ich beim letzten Mal hatte, im letzten Part. Da muss ich selber nochmal schauen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt für die USA-Mannschaft hier Folgendes eingestellt. Welches hatte ich denn beim letzten Mal? Ich weiß gar nicht gerade. Das ist auch extrem geil. Ich habe mir das hier von New England eingestellt. Das hat so ein bisschen USA-Style. Welches Trikot hatte ich im letzten Part? Ah, es war so ein gelbes. Das wolltet ihr wissen. Das muss hier schon irgendwo gewesen sein. Ich gehe natürlich, ich versuche immer auf eure Fragen so einzugehen. Und das seht ihr, mache ich ja jetzt auch mal tatsächlich. Wenn, von daher, wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt die gerne. Und ich versuche die in den kommenden Parts zu beantworten. Also jetzt nicht im nächsten wahrscheinlich. Aber, da muss ich doch schon vorbei sein. Das ist es nicht. Welches war denn das? Ich kann es gerade nicht sagen. Das war doch ein gelbes Trikot, was ich haben muss. Da war was mit Gelb. So gelb-schwarze Balken. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist das hin? Wo ist der hin hier? Nochmal nach rechts. Jetzt gehe ich nochmal nach ganz rechts. Unglaublich. Wo ist das Trikot hin? Ich hatte es doch. Oder ich bin heute mal wieder blind. Das ist echt hier immer im, ich brauche da Ruhe. Ich bin jetzt immer so ein bisschen, jetzt bin ich gerade unter Druck, fühle ich mich. Ich fühle mich von euch unter Druck gesetzt. Ich finde es hier nicht drin. Trikotsatz. Hä? Ich habe das doch eingestellt gehabt. Ich verstehe es nicht. Das ist echt wieder meine Blindheit. Ich bin wahrscheinlich jetzt dreimal dran vorbei. Ich kann es euch im Moment nicht sagen, welches Trikot das war. Es könnte sein, dass es das hier war. Doch auf. Nee, habe ich nicht auf. Ich kann es euch jetzt gerade nicht sagen. Es tut mir leid. Das war es nicht. Ich gehe gerade zum 5. Mal hier durch und raff's nicht. Vielleicht kriege ich es nochmal raus. Ich kann es euch jetzt leider nicht sagen. Sorry. Ich kann mir auch mal wieder ein anderes Stadion einstellen. Was habe ich denn noch nicht benutzt? Ah, das hier finde ich immer ganz schön. Also ich mag immer Stadien, wo kein Schatten ist auf dem Spielfeld. Na, das ist gut. Ich nehme mal das hier. Komm, aktivieren. Zack. Ja, das war es jetzt erstmal mit dem Part. Ich konnte dann die Frage doch leider nicht beantworten. Und vielleicht habt ihr es ja doch eben gesehen und wisst, ach doch, das war doch das Trikot. Okay, das war quasi mein Zusammenstein. Diesmal hat das nicht eine halbe Stunde gedauert, hoffentlich. Und ja, jetzt habt ihr meine USA-Mannschaft gesehen. Das heißt, im nächsten Part heißt es Sieg oder Flieg USA. Und ich hoffe, dass ich mit denen mindestens 2 Spiele machen werde, weil ein Spiel wäre ein bisschen doof, oder? Wäre echt ärgerlich.
Also, danke erstmal fürs Zuschauen und gerne den Daumen nach oben geben. Danke für 40.000 Abonnenten immer noch. Ziemlich geil. Krasse Zahl, muss man echt mal sagen. 40.000 Leute in so einem Stadion, ne? So viel seid ihr. In dem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und ja, ich freue mich aufs Spiel jetzt gleich. Ich mach's jetzt auch gleich.